Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Haartrockner. Man darf nicht Föhn sagen, das wisst ihr ja, weil Föhn ist eine eingetragene Marke. Obwohl ich jetzt Föhn gesagt habe. Oh nein! Das heißt also, wir haben hier den Remington Ionen Haartrockner D3190 mit 2200 Watt. Schonendes Styling, Styling-Düse dabei, ein Diffuser und ich mag die Farbe echt. Die ist nämlich schwarz mit Purpur. Ihr wisst nämlich, was mit meinem neuen, nicht mit meinem neuen, sondern mit meinem alten Föhn passiert ist, also mit meinem alten Haartrockner. Wir waren gerade schön am Haare trocknen, auf einmal spuckt er Flammen. Ich glaube, das war das Beste, dann einen neuen zu erwärmen. Und dann habe ich mich für dieses Gerät hier entschieden, weil es hat eine hohe Wattleistung, 2200 Watt, und damit kriege ich mein Haupthaar bestimmt super trocken. So, verpackungsmäßig sind wir wirklich schön am Start. Oben links ist der Firmenlogo groß abgenommen. Hier ist das Produkt selber gezeigt. Dann Ionic Dry 2200 Hair Dryer. Das heißt, wir haben hier eine hohe Wattleistung und wir haben die Funktion des Ionisierens. Ionenpflege für schonendes Styling und geringe statische Aufladung des Haares wird damit nämlich hergestellt. Drei Heiz- und zwei separate Gebläsestufen und wie gesagt, monstermäßige 2200 Watt sind am Start. Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings. Nach dem Styling gibt es auch noch Stylingdüsen, einen Diffuser für extra Fülle und Volumen. Und es hat ein abnehmbares, leicht zu reinigenden Luftfilter und eine Aufhängehöse, seht ihr hier unten schon auf dem Piktogramm. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier alles haben und gehen erstmal zur Seite. Hier haben wir schwarzes Unterlehm. Hier auf der Rückseite ist das Produkt nochmal selber abgenommen. Wir haben 2 Jahre Garantie. Ich weiß nicht, warum daran... Ah nee, das steht noch +1. Also man hätte sogar 3. Ich denke mal, da muss man sich wahrscheinlich online registrieren. Aber ist ja nicht so schlimm, kostet ja nichts. Machen wir also, 3 Jahre Garantie ist immer gut. So, auch wenn das immer ein Problemchen sein kann bei manchen Herstellern, ne, dass dann nach einem halben Jahr die Beweisumkehrpflicht kommt. Das heißt, also, ihr müsst dem Hersteller beweisen, dass der Defekt oder der Mangel schon beim Kauf des Gerätes da war. Aber die meisten machen das immer auf Kulanz und ihr kriegt dann entweder neues oder eine Reparatur wird angebaut. So, jetzt sind wir auf der Rückseite. Also, weiter geht's. Genug schon gelabert. Jetzt wollen wir mal das Produkt sehen und dann auch eine Runde Haare trocknen. So, wir öffnen das Teil und schauen uns an, was uns dann erwarten wird. Erstmal, Pappe ist immer gut. Pappe kommt jetzt weg. Dann haben wir hier einen punktuellen Blaster-Adapter. Das ist ja wie bei einer Heißflussföhn hier. Das heißt, hier unten ist ein kleines Mini-Gewinde dran. Und hier könnt ihr dann gezielt auf eure Frisur den Torpedo der Ionentrocknungsmaschine ablassen. Boah, was ist denn das für ein Monster? Jetzt kommt der Diffuser für extra Volumen. Wow, das ist ein Diffuser, der sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und garantiert Top-Ergebnisse. Aha, okay. Das ist ja auch so ein Monster. Zieht euch das an. So groß ist ja mein Haupthaar gar nicht mehr. Was soll ich denn da alles ionisieren können? Also, der Diffuser ist dafür da, um noch mehr bessere Power reinzubringen in euren Haar. Ich denke mal, da kann man dann noch drehen oder so. So, also, zweites Teil haben wir auch. Jetzt kramen wir weiter mal hier in der Box und da kommt zum Vorschein das Produkt selber. Wir haben hier auch Bedienungsanleitungen und diese sind in diversen Sprachen. Englisch, Dänisch, Slowenisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, also alles ist dabei, auch Deutsch wird dabei sein. So, also, gedruckte Bedienungsanleitung braucht ihr aber nicht mehr, wir haben ja mein Video jetzt hier, oder? Dann kommen wir zum Produkt selber, hier ist er, nochmal in Folie, zack, also, schön, also Gesundheit, nee, man sagt Entschuldigung heutzutage. Hier sehen wir das Produkt selber. Wir haben einen langen Stamm hier unten. Das heißt, man kann ihn gut anfassen. Das Gewicht ist, weiß nicht, 300 Gramm? Nee, ist glaube ich auch zu viel. Wie viel Gramm sind das? Wir schätzen jetzt? 100. 200? 200 Gramm? Mhm. Gut, wir haben hier ungefähr ein Produkt mit 200 Gramm. Hinten wird die Luft dann angesaugt. Also da drinnen ist ein Motor verbaut, der rotiert. Dadurch wird die hinten Luft angesaugt, die dann natürlich hier vorne wieder
extrem erhitzt werden kann, um dann zu expandieren, sprich auf eure Haare. Dadurch föhnt ihr, sprich ihr erhitzt ja eure Haare, dadurch verdunstet ein bisschen das Wasser auf eurem Haar selber und wird durch das Pusten des Haartrockners weggetragen. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben hier unten, fangen wir erstmal an, eine Stromversorgung. Wir haben einen Schuko-Stecker, der auch mit verschiedenen Klassifikationen ausgestattet ist. Das sehen wir am Aufdruck. Das heißt, wir haben ein langes Kabel dabei. Wir haben auf einer Aufhängeöse hier. Damit findet man überall Platz und kann das Teil dann aufhängen. Ne, so hängend kann das dann rumchillen, weil das wird natürlich ein bisschen warm, wenn ihr es benutzt. Das heißt also danach nicht hier vorne reinpacken, sowieso nicht. Dann da vorne seht ihr nämlich die Heizstäbe drinne. Das sind Metallgebinde, die dann durch Stromfluss erhitzt werden und durch die Hitze, die dann dort entstehen und dem Luftzug wird eine Wärme abgegeben. So, was haben wir noch? Ionenhaartrockner. Ionen mit dem Luftstrom sorgen dafür, dass Wassermoleküle im feuchten Haar in kleine Mikroköpfchen umgewandelt werden und dadurch wird das Haar einfacher und schneller trocken. Das ist ja logisch, wenn der Schaum, also das Wasser kleiner wird, dann wird es schneller in die Umgebungsluft aufgenommen und dadurch ist es schneller fort. Das ist doch schon mal gut, oder nicht? So, was haben wir denn hier? Hier unten können wir jetzt also 0, Mittel, Stark. Das ist die Kontrolle für euer Ventilator, der da drin ist, der da drin arbeitet. Das heißt, das ist die Nullstellung, jetzt ist er aus. Dann die erste, dann wäre ein bisschen und die zweite ist richtige volle Power. Hier, der nächste Knopf ist dafür da. Hier habt ihr die Wärmepower, das heißt, hier ist es lauwarm, butterweich. Jetzt wird es schon ein bisschen wärmer und dann, wenn ihr die volle Power braucht, dann geht ihr auf Stufe 3, dann wird es richtig heiß. Und hier habt ihr dann die Abkühlfunktion, die vorhin schon angesprochen worden war. Das heißt also, hier könnt ihr dann die Abkühlstufe zum Fixieren eures Stylings benutzen. Gut, wie kriegen wir denn die Freunde jetzt hier drauf? Entweder draufstecken oder draufdrehen, ich guck mal. Einfach draufstecken. So, guck mal, jetzt sieht er auch mehr wie ein Haartrockner aus, oder? So, also einfach draufgesteckt und jetzt könnt ihr das hier noch flexibel ein bisschen bewegen vorne. Das heißt also, hier habt ihr jetzt punktuell die Möglichkeit, euer Haar dann zu trocknen. Ne? Das dicke, fette Ding kommt natürlich auch dann da drauf. Einfach draufstecken. Zack, ist es drauf. Und dann habt ihr so einen Oschi hier vorne dran. Ey, meine Güte, ey. Das kann ich euch gar nicht zeigen, weil so viel Haar habe ich gar nicht. Naja, aber stecken wir es mal ein und schauen erstmal, wie warm und wie laut das Teil natürlich auch ist. Es ist ja bei einem Haartrockner immer wichtig zu wissen, Mann, ey, ich bin hier taub nach dem Haare trocknen oder ob das geht. So, erstmal nehmen wir das ab, rausgezogen und jetzt stecken wir mal hier ein. Strom ist nun da und jetzt hören wir uns mal an, wie die erste Stufe so sich anhört. Das war ja schon mal recht okay, kann man nicht meckern. Jetzt gehen wir aber in Stufe 2 und hören dann mal rein. Das war ja schon ein Orkan, aber trotzdem ist er nicht laut. Unser vorheriger, das war so ein Reisehaartrockner, der war viel lauter. So, jetzt werden wir mal hier die Wärme ein bisschen erhöhen. Das heißt, volle Pulle. Und zweite Stufe, vielleicht kriegen wir es sogar hin, es wird schon warm, es wird ganz schnell warm, also es war jetzt innerhalb von einer Sekunde warm geworden, vielleicht seht ihr ja, dass die sich ein bisschen erhitzen da, aber ich glaube, das kann man nicht so gut sehen, aber es ist richtig schön warm hier vorne dran, ja, und hier, dort wird nochmal ein Boost abgegeben, das heißt also durch die noch Verschnellerung könnt ihr dann den Kältemodus aktivieren. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell. Da gibt es keinen Schnellerungsmodus. Aber hier wird dann automatisch die Hitze unterbrochen. Also wenn ihr hier drauf drückt und hier drinnen der Motor noch heiß ist, wird er sofort abgestellt, egal ob ihr auf der höheren Stufe seid oder nicht. Und dann kommt nur noch kalte Luft raus.
So, jetzt machen wir das mal mit dem coolen, krassen Ding hier, mit dem Diffusor vorne dran und gucken mal, wo da überall Luft rauskommt. So, einfach rein damit, draufgesteckt und jetzt an. So, jetzt merken wir, dass hier an verschiedenen Orten überall die warme Luft hinauskommt. Und damit könnt ihr super, da sind Öffnungen, hier unten. Also es wird richtig verteilt bei diesem Diffusor. Und so könnt ihr dann ein super Ergebnis damit erzielen. Liegt sehr gut in der Hand. Und ich habe jetzt schon ein bisschen rumgeföhnt, jetzt machen wir es wieder ab. Heiß ist er nicht geworden. So, also cooles Ding mit Ionenpower. Und ganz einfach in der Anwendung draufstecken, los. Und dann seid ihr wieder entweder haargetrocknet oder haargestylt. Wenn ihr dann mehrere Haartrocknungsvorgänge durchlaufen habt, kann es natürlich sein, dass dadurch, dass ihr hier drinnen immer schön angesaugt wird, dass sich dann hier hinten dieser Ansaugtrichter eventuell mal zusetzt. Ja, nicht ganz zu, aber es wird bestimmt ein bisschen voll werden. Dann geht ihr einfach hin. Ihr seht hier rechts und links solche Einbuchtungen. Und es geht mit den Händen. Habt ihr gesehen? Ich habe die gerade eingedrückt, nur ganz wenig. Und dann könnt ihr das Teil entfernen. So, jetzt geht ihr hier hin, schön sauber machen. Und hier sehen wir auch den großen Rotor, der da drin ist, der nämlich dann auch die Luft hinten gut ansaugen kann. Das geht dadurch, wie rum die Schaufeln gelagert sind und fußt dann vorne zu den vorderen Komponenten, wo die Hitze reinkommt. So, wenn ihr das dann gesäubert habt, das könnt ihr auch hier unter Wasser saubern. Nicht den unter Wasser saubern, den hier. Ne? Den. Ne? So, jetzt ist der wieder sauber. Dann nehmt ihr den, haltet den hier oben in die Führung rein, zack, und drückt ihn wieder fest. Einmal festdrücken und zack. Ne? Also da und da muss er einrasten. Hier oben in der Führung muss er drinnen hängen. Und dann ist euer schöner Haartrockner auch schon wieder sauber. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.